Ja, willkommen zurück auf Taris bei Knights of the Old Republic. Letzte Folge sind wir hier von unserem Schiff entkommen, was beschossen worden ist von Sis. Und wir haben viel erfahren über die Hintergrundgeschichte von dem guten Kars hier. Jetzt sind wir in einem verlassenen Apartmentkomplex, beziehungsweise in einem verlassenen Apartment, in einem Apartmentkomplex. Und jetzt gehen wir einfach mal vor die Tür und schauen, was passiert. Sollen nämlich die Bastilla finden, eine Jedi. Da du das erste Mal aufbrichst, sollte dich Kars begleiten. Ja, na dann komm nun mit. Okay, Alien-Abschaum, alles an die Wand. Das ist eine Razzia. Du warst gestern eine Patrouille hier und sie hat nichts gefunden. Warum belästigt ihr Sis uns dauernd? Das passiert mit vorlauten Aliens. Und der Rest von euch? An die Wand, bevor ich wieder die Beherrschung verliere. Hey, was ist das? Menschen, die sich bei Aliens verstecken? Das sind republikanische Flüchtlinge! Angriff! Ich habe mich doch gar nicht versteckt. Ich würde erstmal... Ja, kann ich dir einfach eine Splittergranate, aber dann wird es den Alien auch erwischen. Ne? Dann kriegt der eine Splittergranate. Und vielleicht reicht es dann nur bis zu dem. Und der Kars. Der gibt mal eine starke Explosion auf den da ab. Was? Ja! Armer XG. Er hätte den Sis nicht widersprechen dürfen. Zum Glück war sie hier, um uns zu helfen, Mensch. Ja, ich war froh, dass der nicht draufgegangen ist. Es war nicht das erste Mal, dass die Sis uns hier belästigt haben. Hoffentlich das letzte Mal. Wird denn niemand nach der Patrouille? Nee, erstmal freut mich, dass ich helfen konnte. Macht euch um die Leichen keine Sorgen. Ich bringe sie weg, um eure Spur zu verwischen. Das sollte die Sis auf die falsche Spur locken. Mit etwas Glück werden sie uns für eine Weile nicht behelligen. Bin ich ja froh, dass der es überlebt hat. Hat schon Angst, der wäre mit umgefallen. Duros, ne? Drittel Lebenszeit, aber die haben bestimmt was verloren. Genau, der hat einen Rucksack. Splittergranate, Blaster, Gewehr. Aha, nehmen. Gucken wir uns gleich mal an, aber ich wechsle erstmal hier den Hauptcharakter. So, also gucken wir uns mal an. Ah, der ist wieder aufgestiegen. Levelaufstieg. Fähigkeiten. Heilen machen wir jetzt noch ein bisschen mehr, ne? Eine haben wir noch im verbleibenden Punkt. Bewusstsein. Je weiser ein Charakter ist, desto größer ist seine Chance, getarnte Objekte oder Charaktere zu entdecken. Weiß ist immer. Nach einem erfolgreichen Weisheitscheck gegen die Tarnungsfähigkeit des Gegners oder die SK einer Mine wird dieses sichtbar. Brauchen wir wahrscheinlich erstmal noch nicht. Überreden? Naja, wäre schon nicht schlecht, aber wir können ja nicht alles machen. Muss ich halt auf ein was konzentrieren. Ich mach mal Reparieren noch einen dazu. So. Okay. Talent. Wir haben ein neues Talent. Was ist das? Kampf mit zwei Waffen. Achso. Kämpft ein Charakter mit einer Doppelklinge oder mit zwei Waffen gleichzeitig, reduziert dieses Talent den Angriffsmalus. Dieser beträgt normalerweise minus 6 Punkte für die Haupt- und 10 Punkte für die Nebenhand. Also diese Fähigkeit verringern sich die Abzüge um 0 bzw. 4 Punkte auf minus 6 für beide Hände. Ach, wir nehmen einfach nur eine Hand und dann ist das okay. Im Moment. Ne? Vorsicht. Kritischer Treffer. Bonuspunkt auf Überreden, Bewusstsein und Verletzung heilen. Auch nicht schlecht. Technikexperte. Reparieren. Bonus. Bin ich eigentlich jetzt Level 4? Weiß ich noch nicht. Chance auf mit diesem Bonuspunkt auf Rettungswürfe. Mhm. Tolle Verfassung haben die. Kann ich das machen? Nee, das ist noch nicht
verfügbar, wie es aussieht. Und das auch noch nicht. Wir haben wahrscheinlich erst Level 3. Ne? Was machen wir da Schönes? Bonuspunkt. Bonuspunkt oder hier überreden. Bewusstsein, Verletzung heilen. Wir machen das. Okay. Annehmen. Und weiter geht's. So, jetzt schauen wir uns hier ein bisschen um, würde ich sagen. Mal was hier, ob da was drin ist. Achso, vielleicht frage ich den noch. Hat er noch was zu sagen? Weißt du noch was? Ich danke euch nochmal, Mensch. Und wie gesagt, macht euch um die Leichen keine Sorgen. Um die kümmere ich mich. Okay, mache ich mir halt keine Sorgen. Kars, kommst du bitte mit? Einfache Sicherheitstür. Was? Ah, der kann die aufmachen. Los, mach mal auf. Bin dran. Es ist offen. Dia. Klar. Buenos Dias. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ihr könnt nicht einfach bei anderen Leuten einbrechen. Es tut mir leid, ich habe mich nur in der Gegend umgesehen. Ich sehe mich hier nur um, ob sich was zum Stehlen lohnt. Wenn ihr nicht in die Quere kommt, passiert euch nichts. Nee, ich wollte mich natürlich nur umsehen. Sorry. Das ist keine Entschuldigung. Ihr könnt nicht einfach so aus Neugier in anderer Leute Wohnungen eindringen. Aber zumindest seid ihr höflicher als dieses Schwein Holden. Holden? Wer ist denn das? Bloß einer von Darviks Leuten, der seine Pfoten nicht bei sich behalten kann. Aber als Dankeschön hat er jetzt eine fette Narbe von meiner Vipro-Klinge. Schade nur, dass ich immer noch die Leidtragende bin. Was wollt ihr denn damit sagen? Ich will nicht darüber reden. Ich habe schon genug Ärger am Hals. Außerdem weiß ich ja nicht, ob ich euch trauen kann. Ach komm schon. Ihr könnt mir vertrauen, vielleicht kann ich helfen. Nein, ich kann es mir im Moment nicht leisten, irgendwem zu trauen. Bitte lasst mich in Ruhe. Sagt mir, was vor sich geht, oder ich beende alle eure Probleme. Für immer. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Da kann ich euch nicht weiterhelfen. Seit der Sache mit Holden verlasse ich meine Wohnung lieber nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was außerhalb meiner vier Wände vor sich geht. Na gut, dann muss ich jetzt wohl gehen. Ich mag nämlich Fremde in meinem Zuhause nicht besonders. Aber wir sind doch keine Fremden mehr. Wir haben uns doch gerade unterhalten. Okay, Kars, komm, wir gehen. Lass uns in Ruhe. Blabla. Lacht da was? Ja, da liegt was. Da liegt eine Tasche. Tja, haben wir mal fix mitgenommen. So, was bist du für einer, Larim? Ja, ich treffe hier nicht gerade viele von eurer Rasse. Die meisten Einwohner in diesem alten Gebäude sind illegale Aliens. Ach übrigens, mein Name ist Larim. Freut mich, euch kennenzulernen. Euer Name interessiert mich nicht, und ich sage ich meine auch nicht. Freut mich, euch kennenzulernen, Larim. Mein Name ist Astronir. Es geht mich zwar nichts an, aber ihr seht aus, als könnt ihr einen dieser neuen Energieschilde brauchen. Die Dinger sind der letzte Schrei. Absolut High-Tech. Was ist denn so toll an diesen Energieschilden? Wenn ihr ihn aktiviert, absorbiert sein transparentes Partikelgewebe Blasterschüsse. Das ist wirklich praktisch. Angeblich schützt der Schild sogar vor Laserstrahlen. Natürlich sind die Schilde noch nicht ausgereift und halten nicht ewig. Denn Ionenblaster haben die Standardschilde also nicht viel entgegenzusetzen. Und ich weiß aus Erfahrung, dass sie gegen eine simple Vibro-Klinge nichts ausrichten. Nur deshalb hat die Republik ihren Soldaten eine Nahkampfausbildung spendiert. Aha. Woher kommt denn diese Technologie? Angeblich verwenden die Echani solche Schilde. Ich hatte allerdings noch nie einen gesehen, bis die Sis hier aufgetaucht sind. Keine Ahnung, woher sie die Technologie haben. Die Schilde sind zu teuer, um eine ganze Armee damit auszurüsten, aber ein kleiner Kampftrupp könnte damit ein ganzes Bataillon Soldaten mit konventionellen Blastern ausschalten. Am Anfang des Krieges waren die Sis dank ihrer Schilde klar im Vorteil. Es hat allerdings nicht lang gedauert, bis die Republik ähnliche Schilde entwickelt hat. Jetzt arbeiten beide Seiten fieberhaft an Waffen, die die Schilde durchschlagen, aber bis die fertig sind, werden die Schlachten weiterhin im Nahkampf entschieden.
Noch etwas? Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, wirklich. Abgesehen davon, dass ich einen Schild hier habe. Er ist nicht billig, aber könnte euch eines Tages das Leben retten. Ihr wollt sehen, was ich auf Lager habe? Ich weiß, mein Kiosk sieht ziemlich schäbig aus. Aber meine Preise sind vernünftig und die Ware ist einwandfrei. Warum habt ihr euch denn hier niedergelassen überhaupt? Ich betreibe ein kleines Geschäft hier in diesem alten Haus und verkaufe Grundnahrungsmittel an die illegalen Aliens. Ihr sagtet etwas über illegale Aliens, die hier leben? Die Gesetze verbieten den meisten Aliens, sich in der Oberstadt aufzuhalten. Nur einige Twi'leks wie ich werden hier oben geduldet, aber im Prinzip sind die Menschen hier unter sich. Aber kein Mensch aus der Oberstadt würde freiwillig in diese Bruchbude ziehen. Also hat der Eigentümer die Apartments illegal an Aliens vermietet. Das ist besser, als sie gar nicht zu vermieten. Sonst würden sich in den Wohnungen am Ende noch Kriminelle einnisten. Und die bezahlen nicht mal Miete. Macht ihr euch keine Sorgen, dass man euch erwischen könnte? Die Behörden haben immer ein Auge zugedrückt. Wegen ein paar illegaler Aliens machen die keinen Ärger. Tja, und die Sis sehen die Sache offenbar ähnlich. Ich selbst wohne nicht hier. Ich habe nur ein kleines Geschäft, das die Einwohner mit Waren versorgt. Wollt ihr sehen, was ich habe? Ich möchte euch erst einige Fragen stellen. Fragen lieber nicht. Es wäre schlecht fürs Geschäft, wenn die Leute sehen, dass ich mich mit einem Menschen unterhalte. Das ist doch die ganze Zeit. Die meisten Bewohner sind illegale Aliens. Ich will nicht das Vertrauen meiner Kunden verlieren. Wenn ihr Informationen braucht, redet mit Kadir, dem Pförtner. Er ist senil, deshalb halten ihn alle für harmlos. Es wird niemanden stören, wenn ihr mit ihm redet. Vielleicht kann er euch ja weiterhelfen. Okay. Zeigt mir mal, was er zu verkaufen hat. Kein Problem, seht euch in Ruhe um. Militäranzug, aha. Preis 100, wir haben 67 und das, ja, also kosten ganz schön. Kampfanzug. Leichter Kampfanzug, kostet auch schon 275. Vibroklinge, 88, ist immer noch über unsere Verhältnisse. Kampfstab, Vibroschwert, 132. Repetierblaster, Giftgranate, Bedeutungsgranate, Splittergranate. Hier ist der Energieschild, der kostet 154. Schalldämmungsgerät, Tarnung 2, Tarnfeldgenerator. Aha, aktiviert den Tarnmodus. Dadurch wird ein Tarnfeld um den Benutzer herum erzeugt. Feindliche Einheiten sehen den Getarnten erst nach einem erfolgreichen Bewusstseinscheck. Nicht schlecht. Blitzbombe, ein paar Bomben. Okay, Verkaufsliste, wir wollen sowas loswerden. Und zwar die Kleidung. Wert 0. Na los, weg damit. Nimmt nur das Platz weg. Langschwert. Vibroklinge zweimal. Kurzschwert. Blaster. Das Kurzschwert können wir auf jeden Fall weg. Das ist auch nichts wert. Blasterpistole, Blastergewehr, Splittergranate und das sind ein bisschen Zeugs. Schließen. Jetzt gucke ich erstmal, was der Kars ausgerüstet hat. Ja, der hat ja hier zwei Blasterpistolen ausgewählt. Machen einen Schaden, 4 bis 9. Ionenblaster. Karsblaster. Achso, das ist ein Spezialblaster. Das hat erhöhte 4 bis 9. Ne? Blastergewehr 1 bis 8 plus 7. Er muss schon seinen eigenen Blaster haben. Dann gucken wir mal in der anderen Hand, was das für ein Ding ist. Blasterpistole. Ionenblaster. Achso, das ist die zweite Hand. 3 bis 6, 3 bis 8. 3 bis 6, 3 bis 8. Komisch. Da können wir es auch so lassen. Dann lassen wir es so. Kann der noch irgendwas anderes machen hier? Nö. Dann können wir den ganzen Schrutz später verkaufen. Wer bist du?
Itorianer. Tut mir leid, Mensch, aber ich möchte mich nicht mit euch unterhalten. Die Bewohner dieses Komplex bleiben lieber unter sich. Achso, bin jetzt der Kars. Bin dran. Es ist offen. Twi'lek. Ja? So, da liegt auch wieder was. Pudu. Tut mir nichts. Nehmt euch, was ihr wollt. Ich werde euch nicht aufhalten. Tut mir leid, ich würde nur mal gucken. Wir nehmen einfach alles mit. Zur Oberstadt gehen wir jetzt noch nicht. Wir gucken mal, was der Quarn sagt. Hätte ich gewusst, was die Tarisianer von Außerirdischen halten, wäre ich nie hergekommen. Jetzt sitze ich hier fest, verdammte Quarantäne. Achso, gesperrt. Aha. Aha, dann machen wir auf hier. Bin dran. Es ist offen. Klar. Oh, ein Trojaner, eine Tasche. Bitte tut mir nichts, ich besitze nichts von Wert, nur zu überzeugt euch selbst. Ja, ja, ich gehe ja schon wieder. Komm. Wir wollen den ja nicht ärgern hier. Das, was ist das? Irgendeine Station. Aber ist nichts Mitnehmbares, wie es aussieht. Da läuft eine. Ich hasse diesen Planeten. Sie behandeln uns hier wie Außerirdische. Sobald die Sis die Quarantäne aufheben, verschwinden wir. Aha. Bin dran. Es ist offen. Ah, eine Feldkiste und hier ist leer. Gucken wir mal. Alles nehmen. So. Da ist der Pförtner. Ida, passt gefälligst auf, wo ihr hinlatscht. Ich habe die Böden gerade geputzt. Wer seid ihr? Ich heiße Kadir. Ich bin der Hausmeister hier. Ihr habt das verlassene Apartment gemietet, nicht wahr? Hätte nie gedacht, dass das noch mal einer nimmt. Ihr seid wohl ein Außenweltler und hängt jetzt hier wegen der Quarantäne fest. Könnt ihr mir nicht erklären, warum jemand sonst dieses alte Loch nehmen sollte? Tja, ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Wüsste nicht, was ich euch erzählen sollte. Aber ihr seid neu hier. Ich kann's ja mal versuchen. Erzähl mir mal von Taris. Ist eigentlich kein schlechter Ort zum Leben, wenn man mal von den untersten Ebenen absieht. Da lümmeln sich die Swoop-Banden herum. Bleibt in der Oberstadt, da seid ihr sicher. Ihr könnt aber auch einen Abstecher in die Kantina machen. Als ich noch jünger war, bin ich da öfter hingegangen. Man kann ein Trinken gehen und erfährt, was so los ist in der Oberstadt. Mhm. Wo ist denn die Kantina? Folgt einfach dem Ring um den Apartmentkomplex, bis ihr den Aufzug erreicht. Der bringt euch zu den Straßen der Oberstadt. Von da aus geht ihr ein Stückchen weiter in südliche Richtung. Ist nicht zu verfehlen. Kann man noch was anderes fragen? Wüsste nicht, was ich euch erzählen sollte. Aber ihr seid neu hier. Ja, wir versuchen es einfach mal. Wo kann ich Ausrüstung bekommen? Am besten geht ihr zu Kebler Jurt. Ihr Geschäft liegt direkt gegenüber der Kantina. Wer beim Einkaufen durstig wird, kann auf der anderen Seite erstmal einen kleinen Drink nehmen. Folgt einfach dem Ring um den Apartmentkomplex, bis ihr den Aufzug erreicht. Der bringt euch zu den Straßen der Oberstadt. Von da aus geht ihr ein Stückchen weiter in südliche Richtung. Ist nicht zu verfehlen. Okay, noch was anderes? Wüsste. Was denkt ihr über die Sis und die Quarantäne? Stört mich nicht großartig, muss ich gestehen. Ich habe Taris nie verlassen und werde es auch nicht tun. Es gibt viele Leute hier, die sind richtig sauer. Ha, aber mich stört das nicht. Ich behalte solche Sachen lieber für mich. Aber in der Kantina findet ihr garantiert einige, die euch liebend gern erzählen werden, was sie von den Sith und der Quarantäne halten. Okay. Ich muss jetzt gehen. Aber jetzt sollte ich wieder zurück an meine Arbeit. Wir werden uns häufiger sehen. Ich bin immer in der Nähe. Das Haus putzt sich schließlich nicht von allein. Genau. Sagt, ist das mein Apartment? Hier liegen die Leichen immer noch rum. Okay. Na gut, dann gehen wir mal in die. Ach nee.
Wo war da jetzt der Ausgang? Zur Oberstadt, da geht's lang. Also komm mit, Kars. Neuer Tagebucheintrag. Suche nach Bastila, Schnellreisesystem. Dank des Schnellreisesystems von Bla kannst du sehr schnell den verschiedenen Schauplätzen des Spiels reisen. Rufe Schnellreisesystem Kartenbildschirm auf. Rufe den Kartenbildschirm auf und wähle die Option zurück zum Versteck, wenn du zu deinem Apartment zurückkehren möchtest. Während eines Kampfes und in bestimmten Gebieten ist diese Funktion deaktiviert. Bist du in deinem Apartment, erscheint im Kartenbildschirm die Option Rückreise. Wähle diese Option aus, wenn du zum zuletzt besuchten Ort zurückkehren willst. Experimentiere jetzt mit beiden Optionen herum, um dich mit dem Schnellreisesystem vertraut zu machen. Ja, vielleicht kriegt man da ja Punkte. Also Karte. Kartenhinweis zu den Apartments. Zurück zum Versteck. Mit den Zurückfunktionen kehrst du augenblicklich zu deinem Stützpunkt zurück. Dort werden alle Gruppenmitglieder geheilt. Im ersten Aktions- und Kampfgebiet ist diese Funktion allerdings deaktiviert. Ja, mach nochmal. Und da sind wir wieder im Apartment. Hat das jetzt Erfahrung gebracht? Achso, und wenn ich jetzt nochmal dasselbe mache, kann ich da wieder zurückreisen eigentlich, ne? Zurückreisen. Und schon sind wir wieder draußen. Na gut, da ist ein Mann. Ein Mann. Die Leute schimpfen über die Sith, aber diese Quarantäne ist gut fürs Geschäft. Seht euch Javias Kantina an. So voll war es hier noch nie. Okay. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Taris? Der Planet ist eine einzige große Stadt. Aber die goldenen Jahre sind längst vorbei. Seit die Sith sie erobert haben, sind die Dinge eher schlimmer geworden. Soweit ich weiß, leben die Reichen in den obersten Etagen der schmalen Türme. Wer arm ist, lebt dagegen unten im Schatten. Und es wird immer schlimmer, je tiefer man kommt. Das ist so ungefähr das Einzige, woran ich mich sicher erinnern kann. Über mich? Nun, ich war jahrelang einer der besten Piloten der Republik. Ich habe mehr als genug vom Krieg gesehen. Bevor das hier alles losging, kämpfte ich in den Mandalorianischen Kriegen. Aber trotz alledem, eine solche Schlechterei, wie diese Sith-Bestien sie hier angerichtet haben, habe ich noch nie erlebt. Nicht mal die Mandalorianer waren derart gefühllos. Meine Heimatwelt gehörte zu den ersten Planeten, die Malaks Flotte zum Opfer fielen. Die Sith bombardierten uns bis zur Aufgabe. Und die republikanischen Truppen konnten rein gar nichts dagegen unternehmen. Ihr redet, als wäre das eure Schuld gewesen. So, als hättet ihr jemanden enttäuscht. Es tut mir leid, Kars. Das muss sehr schmerzhaft für euch gewesen sein. Ich bin bloß ein Soldat. Ich gehe dorthin, wohin mich die Flottenadmirale beordern. Ich befolge meine Befehle und tue meine Pflicht. Und wenn ich das tue, darf man doch nicht behaupten, ich hätte sie im Stich gelassen. Habe ich nicht. Ich weiß, macht euch nichts aus meinem Gerede. Ich rede wirres Zeug. Ihr habt es mit euren Fragen vielleicht nur gut gemeint. Aber ich bin es nicht gewohnt, viel über meine Vergangenheit zu erzählen. Oder besser gesagt, überhaupt etwas zu erzählen. Ich bin eher ein Mann der Tat, der sich immer nur auf das nächste Ziel konzentriert. Das sollten wir jetzt auch tun. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie bitte später. Okay. Gut. Also, was ist denn das da? Ist das unsere Rettungskapsel? Ersatzteil-Droide. Die Rettungsdroiden sind mit der Beseitigung der Überreste dieser republikanischen Rettungskapsel beschäftigt. Ja, vielleicht sind wir damit gekommen. Ist da noch was drin? Wahrscheinlich nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Aha. Okay, einmal in die Kurve. Hier ist Keplans Laden. Equipment Emporium steht da. Dann gehen wir mal rein. Mhm. Hier wird man ja fast alles kriegen, hat er vorhin gesagt, oder? Seid gegrüßt.
Ich habe euch hier noch nicht gesehen. Erlaubt mir also, mich vorzustellen. Ich heiße Kebler Jurt. Willkommen im Equipment Emporium. Ihr wollt euch ein paar Vorräte kaufen. Mein Geschäft gehört zu den größten in der Oberstadt Taris. Die beste Auswahl des Planeten. Was ihr auch braucht, wir führen es. Naja, das meiste zumindest. Bitte? Was meint ihr damit? Die Sith haben meine schweren Waffen konfisziert und meine Schiffe und Swoop-Bikes gleich dazu. Aber meine Auswahl kann sich immer noch sehen lassen. Erstmal die Frage. Ich werde alles tun, was einem potenziellen Kunden weiterhilft. Was wollt ihr wissen? Wisst ihr was über die Rettungskapseln, die auf Taris abgestürzt sind? Ich weiß, dass in den Slums ein paar Kapseln runtergekommen sein sollen. Die Sith werden die Absturzstellen bereits abgegrast haben, wenn ihnen nicht die Swoop-Bande oder Daviks-Leute zuvorgekommen sind. Swoop-Bande? Könnt ihr mir da mehr drüber erzählen? Zu diesen Swoop-Banden fällt mir wirklich nichts mehr ein. Schwirren mit ihren Swoop-Bikes durch die Gegend und terrorisieren die Unterstadt wie eine Horde Tiere. Das war alles halb so schlimm, als noch die geheimen Beg die Szene beherrschten. Aber seit dem Aufstieg der schwarzen Vulkar ist die Unterstadt eine einzige Kriegszone. Die Sith haben sich gar nicht erst die Mühe gemacht, da unten für Ordnung zu sorgen. Mittlerweile gibt es Gerüchte, wonach auch Daviks Leute Probleme mit den schwarzen Vulkar haben sollen. Was wisst ihr denn über Davik? Davik ist ein ehrenwerter Geschäftsmann, wenn ihr versteht, was ich meine. Schmuggel, Sklavenhandel, Erpressung. Man sagt, er sei Mitglied der Tauschhändler. Das ist die große intergalaktische Verbrecherorganisation. Von den Tauschhändlern habe ich schon gehört. Ganz üble Burschen. Aber wenn jemand Schiffe hat, die Blockade durchbrechen können, dann sie. Ich zahle ihm eine monatliche Schutzgebühr, aber das geht in Ordnung. Und ich beziehe den größten Teil meiner Ware über Davik und dessen Lieferanten. Ich bin allerdings so clever, nicht nach der Herkunft zu fragen. Arbeitet Davik mit den Sith zusammen? Davik hasst die Sith wie alle andere auch. Die Blockade hat auch seinen Operationen großen Schaden zugefügt. Aber er hält sich zurück, solange die Besatzung anhält. Davik hält sich bedeckt und die Sith lassen ihn in Ruhe. Die Swoop-Banden könnten von diesem Kompromiss einiges lernen, anstatt sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Ich würde gern wissen, was ihr über die Sith denkt. Es wäre unklug, abfällig über jene zu sprechen, die an der Macht sind. Ja. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich wünsche mir nur, dass die Blockade gelockert werden möge. So etwas ist Gift fürs Geschäft. Ich will nicht sagen, dass ich sie hier in der Oberstadt willkommen heiße. Aber es könnte schlimmer sein. Und wir sind immer noch besser dran als die Unterstadt mit den Swoop-Banden und all dem. Allgemeine Informationen über Taris. Oh, ihr gehört zu diesen Außenweltlern, nicht wahr? Ja. Einen kleinen geschäftlichen Abstecher nach Taris. Und schon hängt ihr wegen der Blockade hier fest, ja? Bestimmt fühlt ihr euch unwohl, so gefangen in einer fremden Welt und all das. Aber Taris ist gar nicht so übel, solange ihr in der Oberstadt bleibt. Geht nur den Sith aus dem Weg und haltet euch von der Unterstadt fern. Die Swoop-Banden sind völlig außer Kontrolle geraten. Selbst Daviks Leute haben da unten ihre Schwierigkeiten. Okay, dann muss ich jetzt gehen. Dann noch einen schönen Tag. Und vergesst nicht, bei mir vorbeizuschauen, wenn ihr neue Vorräte braucht. Ach ja, ich wollte ja was kaufen. Willkommen im Equipment Emporium. Die feinste Auswahl von Versorgungsgütern in ganz Taris. Wollt ihr einen Blick auf meine Bestände werfen? Diesmal schon. Nur zur Information, alle Preise sind Endpreise. Kein Feilschen. Wir sind ja hier nicht auf dem Bazar. Ich führe nur absolute Top-Produkte. Okay, schauen wir mal. Erstmal was wir verkaufen. Ne? Langschwert. Weg damit. Vibro-Klinge. 32 werden. Wir haben ja die Kurzschwert weg. Blasterpistole. Eine weg. Oh, das hat gut gebracht. Das ist 1 bis 4, also Ionenblaster weg. Noch irgendwas, machen wir hier Stärke Enhanced, haben wir 2. So, jetzt haben wir 300 ungefähr. Jetzt gucken wir auf der Einkaufsliste. Also Medikit, schwarzer Banadan Kampfanzug, Verteidigungsbonus 6, 900, haben wir eh nicht.
Kampfanzüge, Vibro-Klinge. Vibro-Klinge ist 1 bis 10, ne? Betäubungsstab ist nur 1. Langschwert 1 bis 12. 1 bis 6, 3 bis 13. Echani-Ritualklinge. Da wären wir schon wieder. Vibro-Schwert 2 bis 12. 2 bis 12, Kurzschwert 1 bis 6. So, das haben wir gerade verkauft. Tarnfeldgeneratoren. Permakret-Detektor. Dieser Zünder ist überaus Kombination. Nur ein Experte kann ihn verwenden, aktivieren. Also wir gucken nochmal, wir merken uns mal diese Klinge hier. Wie heißt sie? Das Vibro-Schwert. 2 bis 12. 2 bis 12 und in unserem Inventar. Schaden 1 bis 10. Schadensbonus plus 1 physisch. Na, dann verkaufen wir den Prototyp auch. Und kaufen uns so ein Schwert. Zeig mal her. Verkauf, obwohl wir den. Vielleicht behalten wir den noch, den kann man ja auch aufwerten, ne? Hatten wir vorhin gemerkt, den kann man zusammenschrauben. Aufrüstbar. Also das ist was Besonderes. Da verkaufen wir den nicht. Ist auch nur 32 wert. Also, gucken wir mal, ob das wirklich besser ist, wenn wir jetzt hier so eine. Können ja vorher mal speichern. So, und jetzt gehen wir. Suchen wir es nochmal. Ja. Also, kaufen wir uns mal so einen Vibro-Schwert. Kaufen. Schließen. So, und jetzt gucken wir, was wir uns ausrüsten können. In der Hand. Vibro-Schwert 2 bis 12. Es macht 4 bis 14, ne? Wenn wir es mit dem vergleichen. 4 bis 13. Ist ein kleines bisschen besser. Aber nur ein kleines bisschen. Immerhin. So. Sieht auch ein bisschen normal aus. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Und erkunden hier die Gegend. In Sistruber. Verschwinden Sie! Ich bin im Auftrag der Sith hier! Okay, dann sei mal im Auftrag des Sith hier. Gehen wir mal in die Kantina der Oberstadt. So, hier ist der Krista zum Beispiel. Macht euch das keinen Spaß, diesen paar Sackspielern zuzusehen? Die ganze Strategie, die ganzen Credits, da wird ein Mädchen wie mir ganz schummrig. Aha. Nö. Du bist der Niklas. Was wollt ihr? Seid ihr hier, um mich zu ärgern, oder wollt ihr gegen den besten Parsak-Spieler auf Taris antreten? Was seid ihr? Ich heiße Niklos. Ich bin hier auf Taris der inoffizielle Parsak-Champion. Wenn es euch nichts ausmacht, euren Einsatz zu verlieren, können wir ja ein paar Partien spielen. Lieber nicht. Na gut, tut mir leid, aber momentan bin ich nicht interessiert. Wenn ihr jemals gegen den besten Parsak-Spieler auf ganz Taris antreten wollt, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Das wird ein Spaß. So, wer bist du? Der Garuk. Heda, seid ihr vielleicht daran interessiert, Parsak-Karten von einem alten Mann zu kaufen, der mit dem Spielen aufhören will? Für nur 50 Credits verkaufe ich euch all meine Karten. Ich lege sogar gratis eine Lektion drauf, wie man spielt. Ein ausgezeichneter Deal, wenn ihr ihn euch leisten könnt. Kann ich mir nicht leisten, wer bist denn du? Ich heiße Garuk. Ich war einst ein wirklicher Kartenhai. Einer der besten Parsak-Spieler im Outer Rim. Das war aber bevor ich mit dem Spielen aufgehört habe. Offenbar. Ihr habt das Glücksspiel aufgegeben, warum? Versteht mich nicht falsch. Das Spiel war gut zu mir. Ich habe die Galaxis bereist, von den Welten im galaktischen Kern bis hin zu den fernsten Grenzen des Outer Rim. Ich habe ein Vermögen gewonnen und mindestens ebenso viel verspielt. Doch das war vor langer Zeit.
Die Dinge haben sich geändert. Das Glücksspiel ist etwas für junge Leute. Deswegen möchte ich aussteigen. Mein Angebot gilt noch immer. Für 50 Credits bekommt ihr meine alten Parsag-Karten und gratis dazu eine Lektion. Ein ausgezeichneter Deal, wenn ihr ihn euch leisten könnt. Ich kann mir das nicht leisten. Sicher doch, ich kaufe. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Aber sicher doch. Mein Verstand ist nicht mehr so scharf wie einst. Deswegen habe ich auch das Leben als Spieler aufgegeben. Aber ein paar einfache Fragen kann ich wohl noch beantworten. Ja, das ist bestimmt. Wisst ihr was über die Rettungskapseln der Republik, die in den Slums abgestürzt sind? Ich verbringe meine Zeit hier in der Kantina, trinke Bier und plaudere mit den Leuten, die hier durchkommen. Was außerhalb dieser Mauern vor sich geht, kümmert mich nicht sonderlich. Über solche Sachen mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr, wo ich doch das Leben als Spieler aufgegeben habe. Kann ich sonst etwas für euch tun? Aber sicher. Noch eine Frage. Allgemeine Informationen über Taris. Ich weiß nicht, was ich euch sagen könnte, mit dem ihr etwas anfangen könnt. Die Oberstadt ist ein ziemlich angenehmer Ort. Aber natürlich war alles besser, bevor die Sith aufgetaucht sind. Aber einen alten Kerl wie mich lassen sie größtenteils in Frieden. Ich weiß nicht viel über die Unterstadt. Herrscht ein ziemlich harter Umgangston dort unten. Ich bleibe lieber hier oben, wo es schön sicher ist, und kümmere mich um meine eigenen Angelegenheiten. Über solche Sachen mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr, wo ich doch das Leben als Spieler aufgegeben habe. Kann ich sonst etwas für euch tun? Aber... Okay, ich muss jetzt gehen. Aber sicher doch. Hat ja keinen Sinn, dass jemand, der so jung ist wie ihr, seine Zeit mit einem alten Mann in einer heruntergekommenen Bar vergeudet. Genau. Wenn ihr aber mal plaudern wollt... Ja, da kommen wir wieder. So, was ist denn hier los? Bürger, Sauna. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Allerdings habe ich auch nur selten Ausgang. Ich sitze die meiste Zeit in der Militärbasis. Aha. Ihr kommt aus der Militärbasis? Ihr seht mir ja nicht wie ein Sis aus. Ich bin gerade nicht im Dienst, deswegen trage ich keine Uniform. Ich heiße Sana. Junior-Offizier erster Klasse bei den Besatzungstruppen der Sith. Freut mich, Sana. Ich bin Astron hier. Es erstaunt mich, dass du überhaupt mit mir redest. Die meisten Leute hier auf Taris können uns Sith nicht leiden. Ich komme mir manchmal sehr einsam vor. Ihr macht doch nur euren Job, oder? Das kann euch ja schließlich schlecht zum Vorwurf, aber ich habe kein Überredentalent. Spar dir deine Schmeicheleien, das kaufe ich dir sowieso nicht ab. Ja, habe keine Lust, an meinem freien Tag Formulare auszufüllen. Also lass uns einfach so tun, als hätten wir uns nie unterhalten. Und jetzt zisch ab. Oh. Ah, sieh an. Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Ich soll mich nicht mit Einheimischen anfreunden. Außerdem kann ich auf deine Ratschläge verzichten. Ich soll dich überreden. Lieber erstmal noch nicht anwenden. Tut mir leid, ich versuche nicht über euch zu richten. Ach, ist schon okay. Vielleicht habe ich ein wenig überreagiert. Aber ist das ein Wunder? Überall sehe ich Tarisianer, die mir hasserfüllte Blicke zuwerfen. Ich komme nicht von Taris. Ich sitze hier nur fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Wirklich? Dann bist du wohl noch gereizter als ich. Immerhin sitzt du auf einem fremden Planeten fest. Ist ja gar nicht so übel, auf Taris festzusitzen. Nur die Bewohner sind ziemlich langweilig. Ich habe das Gefühl, dass auf diesem Planeten alle schlecht gelaunt sind. Wissen die hier nicht, dass man das Beste aus seinem Leben machen muss? Ihr habt eine ziemlich positive Einstellung. Genau. Alles eine Frage der Einstellung. Denkst du, ich bin gern in diesem Kaff? Tja, aber ich muss mich damit abfinden. Der Job hier macht wirklich depressiv. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen, verstehst du? Es muss ziemlich unangenehm sein, auf einer feindseligen Welt stationiert zu sein. Stimmt. Schön, dass ich mal jemanden treffe, der weiß, was ich durchmache. Es tut gut, darüber zu reden. In der Militärbasis ist es manchmal ziemlich einsam. Ich muss jetzt los. Meine Schicht fängt an. Aber ein paar von den Junior-Offizieren gehen heute auf eine Party, um ein bisschen Dampf abzulassen. Warum schaust du nicht einfach mal vorbei? Ich zeig dir auf der Karte, wo du hin musst.
Das klingt gut, ich werde da sein. Komm nicht zu spät. Wir ziehen gleich nach unserer Schicht los. Die meisten von uns bringen nicht mal ihre Uniformen zur Basis. Na dann, bis später. Naja, Tagebucheintrag. Einladung zur Party. Du wurdest von einem Sith zu einer Party eingeladen. Laut deines Datapads findet sie in einem Apartment im Osten der nördlichen Oberstadt statt. Suche nach Pastilla. Achso, ja. Einer der Sith-Offiziere gibt eine Party, zu der du eingeladen wurdest. Es ist zwar riskant hinzugehen, aber es könnte dir bei der Suche nach Pastilla weiterhelfen. Kars, du hast herausgefunden, dass Kars Heimatwelt von den Sith angegriffen wurde, aber er wollte nicht drüber reden. Vielleicht sprichst du später mit ihm, wenn du mehr Erfahrung gesammelt hattest. Na gut. Wer bist du? Tarsianischer Adliger. Bürger. Alles Bürger. Und draußen? Shergan. Seid mir nicht böse, guter Mann, aber momentan kann ich wirklich nicht mit euch sprechen. Es ist hier ohnehin schon schwer genug, die Aufmerksamkeit der Ladies zu erregen. Sicher wisst ihr, wovon ich spreche. Ich schätze, ihr habt schon zahlreiche einsame Abende verbracht. Und das möchte ich heute Nacht vermeiden. Okay. Komischer Typ. Bis Musiker, man hört gar nicht. Musikzimmerchef. Nettes Outfit. Habt ihr die Kleidung einem Bettler in der Unterstadt gestohlen? Nun ja, es ist ja nicht Vorschrift, dass man sich anständig anziehen muss, um hier die Musik genießen zu dürfen. Na gut, das war's. Also. Und hier? Kellner. Sis-Gast. Die hier sitzen, weiß ich nicht. Wo habt ihr die Kleidung her? Aus einer Müllpresse in der Unterstadt? Und wo sind die Drinks, die wir bestellt haben? Tut mir leid, aber ich bin nicht der Kellner. Passt auf, was ihr sagt. Ich habe das Gefühl, dass uns dieses verwöhnte Gör mehr Ärger macht, als es uns nützt. Warum ist die Dienerschaft hier nur so inkompetent? Ein Wort von Dad und man wird euch feuern. Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu sprechen? Ich werde das Dad erzählen. Ganalan, die erzählt's jetzt Dad. Hoffentlich habe ich mir da jetzt keinen Ärger eingehandelt, aber darüber reden kann er ja nicht, das brauche ich gar nicht versuchen. Wollen wir lieber wieder abhauen? Duellzuschauer. Oh. Kaum zu fassen, dass wir für das Match keine Karten gekriegt haben. Jetzt müssen wir das Duell auf dem Bildschirm ansehen. Und wenn schon, wen interessieren schon Duncan und Girlin? Ich glaube nicht, dass wir irgendwas verpassen. Psst! Gleich geht's los! Also halt endlich die Klappe und schau dir das Duell an! Ladies and Gentlemen, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den Duellring lenken, wo sich zwei Duellkämpfer duellieren werden. Genießen Sie das Spektakel und wetten Sie großzügig auf den Ausgang. So, ich hoffe, dass alle Ihre Wetten gemacht haben, denn gleich geht es los! In dieser Ecke sehen Sie Girlin Two Fingers. Und in der anderen Ecke, immer begierig darauf, in der Rangliste aufzusteigen, ist der unermüdliche Deadeye Duncan. Und was niemand überraschen wird, ist eingetreten. Deadeye ist wieder niedergegangen. Macht euch keine Sorgen, er ist nur bewusstlos, wie üblich. Unsere Mediziner werden ihn in kürzester Zeit wiederhergestellt haben. Nun, das ging diesmal schnell, was? Der Sieger ist Girlin Two Fingers. Ajur. Tut mir leid, das Wettbüro ist geschlossen. Derzeit keine Kämpfe. Es ist langweilig, immer dieselben Gesichter. Das ist schlecht fürs Geschäft, es sei denn. Ich heiße Ajur. Ich organisiere alle Duelle hier.
Wir brauchen dringend ein neues Gesicht für unsere Kämpfe. Wie wär's? Wollt ihr nicht mal in den Ring steigen? Es könnte sich richtig lohnen. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Fragen bringen kein Geld, aber wenn ihr wirklich kämpfen wollt, könnt ihr für uns beide was rausbringen. Interessiert? Tut mir leid, kein Interesse. Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. Ihr kämpft für mich und ich mache euch reich. Kommt zurück, wenn ihr eure Meinung geändert habt und wir sprechen nochmal drüber. Okay, dann versuchen wir jetzt mal, ob wir hier heil wieder rauskommen. Was ist das für einer? Bendak Starkiller. Stand der vorhin schon hier? Lasst mich in Frieden. Heute gibt's nichts für die Fans. Wovon redet ihr? Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin Bendak Starkiller, der berühmteste Blasterschütze auf Taris. Über 100 Duelle ohne eine Niederlage. Und alles Todesduelle. Wie kommt es, dass ihr euch nicht bei den anderen Kämpfern aufhaltet? Doch, ich habe mich zurückgezogen. Nach dem Verbot der Duelle wurde es mir langweilig. Kein Interesse an Betäubungsblastern. War sowieso keiner mehr da, gegen den ich hätte antreten können. Ich habe mir die neuen Kids im Ring angesehen, war aber keiner dabei, der mir aufgefallen wäre. Aber wenn's einer schafft, gegen alle anderen zu gewinnen, bekommt er vielleicht eine Chance gegen mich. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Und weil ich nicht die Absicht habe, darauf zu antworten, könnt ihr euch die Worte sparen. Schwirrt ab, bevor die Leute uns sehen und glauben, ich würde heute Autogramme geben. Hab keine Lust, belagert zu werden. Okay. Haut ab. Unser Gespräch ist ohnehin beendet. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Wir sind ja schließlich zu einer Party eingeladen. Ah, die lauern mir auf, oder? Was? Ihr habt euch eine Lektion verdient, wie man hier... Oh nein! Hat sie gedacht, ne? Ja? Hilfe! Dad! Kann die was fallen lassen? Ja. Eine Vibro-Klinge. Und ich heuer die nicht noch mehr von den Leuten an. So, gehen wir mal hier lang. Kopfgeldjäger. Davik meinte, ihr hättet eure Zahlung vergessen. Davik mag es gar nicht, wenn man seine Zahlungen vergisst. Hier, ich habe 50 Credits. Eine Anzahlung. Damit habe ich etwas Zeit gewonnen, oder nicht? Sorry, aber eure Zeit ist abgelaufen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Davik kann keine Leute brauchen, die ihre Schulden nicht bezahlen. Aber so viel habe ich nicht. Wie kann ich euch Credits geben, die ich gar nicht habe? Zu schade, Davik will an euch ein Exempel statuieren. Ihr kommt mit. Nein, Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Die bringen mich um! Ich weiß, dass wir vorsichtig sein müssen, aber sollen wir wirklich zusehen, wie sie das arme Schwein wegbringen? Moment mal. Sieht aus, als hätten wir hier einen Zeugen. Davik mag keine Zeugen. Lasst den Mann in Frieden oder ihr bekommt es mit mir zu tun. Ich mag eure Einstellung nicht. Ich erteile euch besser eine Lektion. Tut mir leid, dann sollte ich wohl besser gehen. Lasst den Mann in Frieden oder ihr bekommt es mit mir zu tun. Schätze, wir müssen euch lehren, euch um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Helle Seitepunkte erhalten, das ist gut. Also, ich denke, dass es gut ist. Verfehlt. Aber da ebenso. Vielen Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Diese Kopfgeldjäger waren drauf und dran, mich mitzunehmen und umzubringen. Meine Frau hat mich davor gewarnt, bei Davik einen Kredit aufzunehmen.
Jetzt kann ich ihr nicht zurückzahlen. Es ist nicht gut, einem Unterweltboss Geld zu schulden. Er wird mir noch mehr Jäger auf den Hals hetzen, bis sie mich erwischen. Gebt mir eure Kettis, wenn ihr am Leben bleiben wollt. Vielleicht kann ich euch helfen. Ihr habt mir schon geholfen, indem ihr mich vor diesen Kopfgeldjägern gerettet habt. Wenn ihr nicht zufällig 100 Credits dabei habt, mit denen ich meine Schulden begleichen kann, könnt ihr nichts mehr für mich tun. Ist doch gut, dass wir gerade Geld, Zeug verkauft haben. Hier sind 100 Credits, nehmt sie. Ihr gebt mir 100 Credits? Einfach so? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Ihr gebt ihm 100 Credits? Großzügig. Jetzt kann ich Davik ausbezahlen. Ihr habt mir das Leben gerettet, danke. Am besten, ich gebe ihm die Credits gleich. Credits verloren 100, Erfahrungspunkte 250 und helle Seitepunkte erhalten. Sehr gut. Und vielleicht haben die ja was Gescheites einstecken. 50 Credits, naja. Und der? Auch 50, also habe ich ja meine 100 wieder. Alles gut, sozusagen. Ja, dann gehen wir mal hier lang. In der nördliche Oberstadt, da ist ja die Party, ne? Bürger. Das sind Bikes. Das ist Tour. Dann geht's da lang. Normale Tür klingt so, als könnte man sie aufmachen. Zu den Apartments. Ah ja, sollte man nicht zu den Apartments? So, links oder rechts? Frau. Die Sicherheitstür. Mann. Bereit. Pass. Mach mal auf. Bin dran. Es ist offen. Der Largo. Bitte tut mir nichts. Ihr müsst mich nicht aus dem Weg räumen. Ich beschaffe Daviks Geld. Er muss mir nur noch ein bisschen Zeit geben. Bitte, ich möchte nicht sterben. Hier, ich habe 50 Credits bei mir. Das ist alles, was ich habe. Es gehört euch, wenn ihr nur Davik nicht verratet, wo ich mich verstecke. Gut, ich flehe euch an. Macht euch keine Sorgen, ich will euch nicht wehtun. Gebt mir die Credits, dann verrate ich Davik nicht. Wovon redet ihr? Ihr seid nicht hier, um mich zu eliminieren, aber ich dachte, ihr gehört zu Daviks Kopfgeldjägern. Wenn ihr mich nicht erledigen wollt, was wollt ihr dann? Vielleicht könnte ich euch bei euren Problemen mit Davik helfen. Ich denke nicht, dass mir jemand helfen kann. Ich schulde Davik Geld und bin mit der Zahlung im Verzug. Deswegen ist er zu Zax ins Kopfgeldbüro gegangen und hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ich verstecke mich seitdem hier, aber früher oder später wird mich jemand finden. Wenn ich nicht irgendwoher 200 Credits beschaffen kann, bin ich so gut wie tot. Macht euch keine Sorgen, ich werde niemand verraten, dass ihr euch hier versteckt. Ich danke euch, ihr habt mein Leben gerettet. Zumindest so lange, bis mich einer von Daviks Kopfgeldjägern findet. Neuer Tagebucheintrag. Largos Kopfgeld. Ein Händler namens Largo schuldet David Kang ein kleines Vermögen. Da er seine Schulden nicht bezahlen kann, ist Largo untergetaucht. Daraufhin hat David ein illegales Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Hätte ich ja auch auszahlen können. Ne? Feldkiste, was haben wir denn da? Hier sind doch immerhin 10 Credits drin. Was ist hier? Ein leeres Apartment? Nichts zu finden. Na dann weiter. Du hast eine Feldkiste. Wieder ein bisschen gutes Zeug. Wartungsdroide. Partygast. Ah, hier ist die Party.
Sauna. Da gehen wir noch rein. Jetzt gehen wir schon mal ringsherum. Sicherheitstier, was bist denn du für ein Kind? Mama sagt, ich soll nicht in die Unterstadt gehen. Da wohnen nur böse Leute. Bereit. Bin dran. Es ist offen. Klar. Mann, Kind, Frau, Kiste. Normale Tür. Ah, da geht's in die Oberstadt. Ne? Da gehen wir jetzt zu der Party. Hey, schön, dass du da bist. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Die Party ist in vollem Gang. Komm rein. Du musst unbedingt dieses tarisianische Bier probieren. Das Zeug ist fantastisch. Manzana, der Wein ist ziemlich stark. Noch ein paar Flaschen und wir liegen alle bewusstlos auf dem Boden. Na und? Wir haben morgen frei. Genießen wir das Leben. Komm schon, trink aus. Da liegen sie alle. Neuer Tagebucheintrag. Sana ist bewusstlos. Was liegt denn hier Schönes? Sis-Rucksack. Eine Sis-Rüstung. Die nehmen wir doch mit. 300 Erfahrungspunkte erhalten. Was war da? Partygast. Sana? Hallo? Mann, das muss ja kräftiges Zeug gewesen sein. Und das nehmen wir auch alles mit. Schön, langsam werden wir reich. Gut, und dann hatten wir eine Sis-Rüstung. Das ist die Familie gewesen. Ja, jetzt gehen wir wieder raus. Und da wären wir. So kommt man also an eine Sis-Rüstung. Die trinken sich bewusstlos. Und dann nehmen sie einfach mit. Hätte man bestimmt auch durch Kampf erringen können. Bürger Gorton Kolu. Bürger. Eine Seuche breitet sich in unseren Straßen aus. Wir können nicht und Freunde und Mitmenschen. Ich bin hier, um euch zu warnen. Ich bin hier, um euch vor einer Seuche zu warnen, die sich auf unserem Planeten ausbreitet. Bitte hört mich an. Ich bin Gorton Kolu. Wollt ihr euch meiner Sache anschließen? Wir müssen zusammenhalten, wenn wir die Ausbreitung von Ungeziefer und Abschaum auf Taris aufhalten wollen. Ungeziefer und Abschaum? Von redet ihr da? Ich spreche von den abscheulichen Aliens, die auf Taris wandeln. Von den Wookies, den Itorianern, den Rodianern und den Bith. Hört mir zu, Freund, denn dies sind wahrlich dunkle Zeiten. Deswegen habe ich, Gorton Kolu, die Anti-Alien-Liga gegründet. Die Zeit ist gekommen, um zu handeln. Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie die Aliens unseren wundervollen Planeten verschandeln. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, eure Hetzerei oder eure Ignoranz. Lasst mich in Frieden, Alter, nach. Für sowas habe ich keine Zeit. Schön, dass ihr mir viel Glück bekommen. Ihr habt recht, wir sollen sie allesamt abschlachten. Ich mache das Erste. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, eure Hetzerei oder eure Ignoranz. Ihr seid wie all die anderen. Ihr wollt die Wahrheit nicht erkennen. Am Tag der großen Abrechnung werdet ihr gemeinsam mit den anderen Alien-Liebhabern verrecken. Los jetzt, wir sollten uns aufmachen. Ob Cook oder nicht, Leute wie er können uns eine Menge Ärger machen. Okay. Droidengeschäft? Hört mir zu. Hört mir zu. Tier, wie geht's eine hier? Fürchterliche Geist. Droidengeschäft, Aufzug, Sis-Ware. Der Aufzug ist gesperrt. Nur Sith-Patrouillen und autorisierte Mitarbeiter haben Zugang zur Unterstadt. Eure Kleidung nach zu urteilen, gehört ihr nicht zu einer Sith-Patrouille. Also zeigt mir entweder eure Papiere oder verschwindet von hier. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr sie bekommt, seid ihr auch nicht autorisiert. Also verschwendet nicht meine Zeit. Okay.
Ich bin noch nicht die Auskunft. Ich arbeite für die Sith, nicht für die Touristeninformation von Taris. Also zeigt mir eure Papiere oder verschwindet. Na gut, dann verschwinde ich lieber. Also müssen wir Papiere kriegen. Aber wir haben jetzt eine Rüstung, vielleicht kann die uns helfen, die Rüstung. Das ist ein Raumschiff. Da ist ein Raumschiff, das hebt gerade ab. So, da ist ein Militärstützpunkt. Na gut, jetzt gucken wir erstmal noch in die andere Richtung. Also Karte. Karten, Hinweis zur südlichen Oberstadt, zur Sith Party, zur Unterstadt, da kommen wir gerade her, und hier geht's zur Sith Basis. Dann gucken wir nochmal in die entgegengesetzte Richtung. Die Sith Basis, da müsste ich vielleicht, ich will jetzt nicht einfach hier die Rüstung anziehen, aber vielleicht kann ich das ja machen, dann ziehe ich aus wie ein Sith. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns hier nochmal final um. Druidengeschäft. Unvollständiger Druide. Aha. Nee, mit denen kann man nicht sprechen. Aber vielleicht mit der Inhaberin. T3H8. Ja, ist ja gut. Ein Kunde, kommt da rein, kommt mal rein. Jani Snall zu euren Diensten. Willkommen in meinem Laden für Druiden und Druidenzubehör. Es ist immer schön, ein neues Gesicht zu sehen. Kunden sind ja gar nicht so leicht zu finden. Ein Großteil der Bevölkerung von Taris setzt ja nicht einmal einen Fuß in mein Geschäft. Sie weigern sich, hier einzukaufen, weil ich Twi'lek bin. Was haben Sie gegen Twi'leks? Kipuna! Hier in der Oberstadt sind wir Aliens nicht gerade willkommen. Wir Twi'leks werden ja gerade noch toleriert. Doch man sieht uns lieber als Tänzer in der Kantina, denn als erfolgreiche Geschäftsleute. Man möchte meinen, dass die Leute heute etwas toleranter wären. Ich schätze, Dummheit und Ignoranz kommen nie aus der Mode. Ihr werdet hier oben zwar ein paar Ehen sehen, doch die meisten Nichtmenschlichen bleiben lieber in der Unterstadt. Ich habe jedoch gelernt, nicht zu viele Gedanken daran zu verschwenden. Ich konzentriere mich lieber darauf, mein Geschäft zu leiten. Meine Auswahl ist momentan ein wenig eingeschränkt. Die Sith haben all meine Kampfdruiden beschlagnahmt. Aber ich habe einen Astromech-Druiden auf Lager, der euch helfen kann. Astromech-Druiden, was machen die? Das machen sie nicht, solltet ihr lieber fragen. Sie sind gut in der Reparatur von Fahrzeugen beispielsweise. Dann sind sie natürlich in einem Kampf sehr nützlich. Sie sind klein, aber widerstandsfähig und verfügen über erstaunliche Feuerkraft. Das klingt doch gut. Und dann gibt es natürlich keine besseren Code- und Sicherheitssystemsonden weit und breit. Ja, ich möchte damit natürlich nicht sagen, dass ich illegale Aktivitäten gutheiße. Zeigt mir euer Droiden. Ich habe nur noch zwei Droiden übrig. Eine reparierte T3H8-Einheit über 50 Credits. Ein T3M4-Modell, absolute Spitzenklasse mit allem, was man sich wünscht, aber der steht nicht zum Verkauf. Puh. Erzählt mir von dem hochwertigen T3M4-Droiden. Der T3M4 ist der beste Astromech-Droide, der je gebaut wurde. Ein ausgezeichneter kleiner Codeknacker. Außerdem verfügt er über fantastische Fähigkeiten mit Sicherheitssystem bei der Programmierung, bei der Droidenreparatur. Er verfügt selbst über genug Feuerkraft und... Dieser kleine Kerl hier ist fantastisch, aber unverkäuflich. Er ist eine Sonderanfertigung für einen Stammkunden. Tut mir leid. Ich hätte ein paar Fragen. Ich weiß nicht, ob ich euch bei euren Fragen weiterhelfen kann. Ich gehe nicht viel nach draußen. Ich ziehe es vor, Zeit mit meinen Droiden statt mit der Bevölkerung von Taris zu verbringen. Doch ich werde versuchen, euch so gut wie möglich zu antworten. Wisst ihr was über die Rettungskapseln, die auf Taris da abgestürzt sind? Die Leute sagen, da wären ein paar Rettungskapseln in den Slums abgestürzt. Ich sage, das war menschliches Versagen. Ein Droide würde nie Kontrolle über ein Schiff verlieren, das er steuert. Sonst noch was? Ich frage mich, was ihr von den Sith haltet. Ich halte nicht viel von ihnen, da sie den Großteil meiner Droiden beschlagnahmt haben. Ich schätze, sie hatten Angst, dass jemand meine Droiden gegen sie einsetzen könnte. Oder vielleicht wollten sie meine Droiden selbst einsetzen. So etwas wie einen bösartigen Droiden gibt es nicht. Aber manchmal gerät ein Droide halt in die Hände eines bösartigen Besitzers.
allgemeine Informationen über Taris? Ich weiß nicht wirklich, was ich euch da sagen soll. Bleibt in der Oberstadt, dann kann euch nicht viel passieren, außer ihr tut was Dummes, um die Aufmerksamkeit des Sith zu erregen. Viele Bewohner der Oberstadt sind gegen Aliens voreingenommen. Das macht mir manchmal Schwierigkeiten, aber ein Mensch wie ihr sollte eigentlich keine Schwierigkeiten haben. Ich würde euch allerdings nicht raten, in die Unterstadt zu gehen, außer ihr habt Geschäfte mit Davik oder so. Dort wimmelt es nur so von Swoop-Banden. Swoop-Banden, könnt ihr mir da mehr erzählen? Das sind nur ein Haufen Halsabschneider. Es war ja nicht übel, als die geheimen Beck noch das Sagen hat. Ich habe ihnen sogar ein paar Droiden verkauft. Doch jetzt versuchen die schwarzen Vulkar die Kontrolle in der Unterstadt an sich zu reißen. Die Unterstadt ist jetzt ein richtiges Kriegsgebiet. Selbst einige von Daviks Leuten wurden schon getötet. Was wisst ihr denn über den Davik? Davik Kang ist ein gefährlicher Mann. Bei allen illegalen Aktivitäten auf Taris hat er die Hand im Spiel. Und ich habe sogar gehört, er wäre ein Mitglied der Tauschhändler. Ihr wisst schon, dieses intergalaktische Verbrechersyndikat. Ich an eurer Stelle würde mich auf keinen Fall in Daviks Geschäfte mischen. Wenn ihr Davik blöd kommt, werdet ihr rasch feststellen, dass seine Männer noch gefährlicher sind als die Swoop-Banden. Ich hätte da nochmal meine Frage. Ich weiß nicht, ja. Gut, dann zeigen wir mal, was ihr vom Verkauf anbietet. Wollt ihr sehen, was ich auf Lager habe? Oder wollt ihr einen Astromech-Droiden? Meine Preise sind sehr vernünftig. Gebt auf all meine Droiden eine Geld-Zurück-Garantie. Zeigen wir mal, was du so auf Lager habt. Mein Lager ist auf der Quarantäne ein wenig beschränkt, doch wenn ihr irgendwas sucht, das mit Droiden oder Computern zu tun hat, seid ihr hier im richtigen Geschäft. Teile, bla, Sicherheitstool, Umgebungsschild, Level 1, 350, Betäubungsstrahl, Schilddisruptor, na gut. Euer Tagebucheintrag, dass die bestimmt den Droiden brauchen, bestimmt. Droidenkauf. Genau, du wirst gerne einen T3M4 Droiden kaufen, aber erst für einen anderen Käufer reserviert. Du kannst momentan nichts dagegen machen. Ja, das glaube ich auch. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Freie. Das Böse wandelt unter uns. Der Feind ist hier. Okay. Wir müssen jetzt handeln, bevor wir von diesem Invasoren gehen wir an eine andere Stelle, wo er uns nicht. Eine Seuche breitet sich in unseren Straßen aus. Wir können nicht untätig herumsitzen. Wir sind betrunken, ne? Das sind nur die Leute von der Party. So ein Mist? Jetzt laufen die Penner schon in der Oberstadt rum. Geh doch zurück in die Unterstadt. Da gehörst du hin, Blödmann. Na, das ist ja allerhand. Ja, diese Straßen sind für die Bürger der Oberstadt. Aus dem Weg. Es gibt's Hiebe, verstanden? Hey Jungs, lasst uns Freunde sein. Ich lade euch auf einen Drink ein. Legt's euch am besten ganz genauer sitzen. Ich lade euch zum Drink ein. Einen Drink? Hey! Du bist in Ordnung. Hey, Jungs, unser Freund hier spendiert eine Runde. Keine Chance. Vergiss es. Schluss jetzt. Wir sind spät genug dran. Ja. Ich schätze, du hast recht. Vielleicht beim nächsten Mal, Kleiner. Los, Jungs, gehen wir. Erfahrungspunkte erhalten 60 und helle Seite Punkte erhalten. Sehr gut. Also, das war gar nicht verkehrt. So, und dann würde ich sagen, bei den Betrunkenen machen wir jetzt erstmal Pause. Beim nächsten Mal schauen wir, wie es hier weitergeht. Und ob wir in der Unterstadt kommen und wir uns als Sith verkleiden. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.